Ja, Leute, herzlich willkommen zurück bei Trackmania Turbo. Heute eine Männerrunde zum Vatertag. Der Dalu ist dabei, Kunran, Liquid, Hotter und die Mädels sind alle raus, denn ihr habt selber gesehen. Hey, ihr dürft mitfahren, ihr seid raus. Nein, dabei natürlich Anne, so. Fiege und Nancy auch noch. Wir haben gesagt, komm, ihr dürft am ersten Checkpoint starten, damit ihr eine Chance habt. Boah, das ist so gemein. Am Ende werden euch einfach 10 Sekunden abgezogen. Ja, genau. Boah, irgendjemand hat da eine Pante hingemacht. Ey, ich bleib hier, ich wollte erst nicht hinlegen. Wie kann er? Das ist nie. Ich wollte da lang. Ja, und der steht da einfach. Keine Ahnung, da kann man nicht. Ich war da gestern noch nicht. Ja, genau das. Das ist auch bekannt als Guerilla-Banden aufstellen. Wow, Scheiße! Was war das? Da war auf einmal so ein Betonklotz am Weg. Danke, King Donuts. Ich bin nicht durch den Donut gekommen. Ey, der Dieter hab ich letztes Mal gehört. Oder ist nicht durch den Donut gekommen. Nee. Oh. Ey, jetzt schafft das gar nicht mehr zu. Oder gibst du, du hast einfach Hunger. Ich kann dir helfen, dass du ihn reinbekommst. Ja, was? Natürlich. Ja, warte, Nils Sohn geht heute um 21 Uhr ins Bett, glaube ich. Nach Nils. Er kommt älter. Nach Nils. Nach Nils. Warum leckt das immer? Was ist denn los? Was habe ich hier für ein Beat, ey? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich habe solche Drums als Beat. No, es wurde überholt. Nein, wieso hebe ich denn da wieder ab, ey? Ich bin Erster geworden. Bitte. Ja. Dachte an der ersten Kurve. Wir sind wenigstens mal Strecke. Erster ist erst. Vor allen Dingen, ich wäre. Ne? Merkst du was? Das ist der Typ 200 schneller. Wow. Kann doch nicht wahr sein. Oh nein, in den letzten Geraden nochmal abgehoben, das hat Zeit gekostet. Oh, fuck. Oh, wer hat denn da eine Wand hingemacht? Lächerlich! Was denn da, die Wand? Ich hab geknabbert, der war lecker. Mm. Was für ein Geschmack? Wir hatten nur noch so ein kleines Wimmern. Gefüllt mit. So, ist das eine Beginnerstrecke? Marmelade. Marmelade. An sich ist die Strecke ja. Die erste Kurve, glaube ich, kostet richtig viel Zeit. Also die erste Driftkurve, wo man abheben kann. Ja, ja. aber immer noch nicht, was jetzt besser ist. Die Kurve kurz zu nehmen und abheben oder weit nehmen und auf dem Boden bleiben. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, so ein Mittelding, ja. dass du zwar die so halb abhebst, aber... Weit nehmen ist besser. Hi, Chico. Hallo. Ich glaube auch, dass abheben schlecht ist. Abgehoben. Oh, fuck, nein. Doch. Ich hab's geschafft, Hast du mich? Hab ich doch. Hallo, Mädels. Hast du mich? Warum leckt das? Aha. Oh nee, alle beide überholen die Hecken. Ey, die Kurve wirkt trotzdem so langsam. Man fährt so langsam auf diesen Donut zu. Oh, hätten sie so ruhig noch irgendwie einen Boost einbauen können. Ja. Ich freue mich schon, wenn ich ins Ziel komme. Oh, ich hebe ab. Ich hebe ab. Oh, Kundran, ey. Oh nein, oh, 100. Ich war am Checkpoint, davor war ich noch 7. Boah. Jetzt bin ich wieder frei. Oh, ich glaube, das war eine gute Zeit. Juhu! Ein 7er, ey. Gib's Gummiauto, gib's Gummi! Das war gut. Jetzt noch durch den Donut schleichen. Nein, der Wandstein! Den hab ich, glaube ich, auch schon mal mitgenommen. Eiskalt, da gibt's katapultiert worden, ey. Ey, Quenz, wie hast du die Zeit hingekriegt, Mann? Ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Ey, ich weiß es bei mir nicht. Ich bin einfach, bevor es auf die Wüste geht, bin ich irgendwie 5. Bin aber 100 schneller als meine Zeit. Ach, los, Kunran, da du nochmal 100 schneller als Liquid. Das geht's nicht. Ja. Puh, ich bin 8er, ich bin super. Ich drifte gar nicht in der zweiten Kurve, ne? Die, wo du so abheben kannst. Ja, muss man noch nicht. Gehst du da kurz vorm Gas oder? Nee, voll durch. Ohne Drift. Anfahren und ja, ich hab direkt in, also ich bin auch mit Sprung. Okay. Stimmt. Hab's doch gerade gemacht. Nein! Oh, Nancy. Der ist weggeflogen. Der Donut. Jetzt bin ich 200 langsamer als bei meiner Also der Donut hat leider eine abgebrochene Ecke, also du... Oh, fuck. Ja! Wuh! 13. Haben wir jetzt noch? Oh, nee, doch. Nice try, Shigo. Ja, ich weiß. Oh, der Kranz, ey. Immer noch ein Versuch. Alles über 29 ist mega schlecht. Okay, ich habe 29,66. Wieder Platz 10! Okay, nicht mehr. Anna, 29,66 ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Ja! Ja. Danke, Papa! Also 29 vorne ist auf jeden Fall schlecht. Ja, 9 finde ich auch. Ja, 28,99 ist schon ganz gut. Ja, das ist die erste gute Zeit. Jetzt die letzte Runde mache ich nochmal. Da kann ich ja gar nicht. Ja, ich kann auch nein, ich hab. Fahr hier die Rampe hoch, Grants. Zurückfahren und die Rampe hoch.
geilen Move machen. Oh. Gegen den Heli. Oh, da brauchst du ein bisschen mehr Schwung. Mehr Schwung, komm von unten anfangen. Das schaffen wir. Sechster nochmal. Oh. Vor Kunden. Die 100. Das zählt. Je früher man eine schneller Zeit fährt, desto besser. Das zählt also nicht. Schnell, 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 schnell. Ist dein Sohn im Bett? Oh. So gut. Alles gut zum Vatertag, Nils! Ach, halt. Yo, nice. Jo, ja, moin. Nils, ich bin gerade Erster geworden, da kann man auch... Prost, Grants, ich stoß an, ich stoß an. Mit dir. Ja, warte, ich hab ja manchmal gar nicht aufgemacht. Ja. Seid ihr schon... Ihr seid ja natürlich schon dran, aber ja. Wie lange ist eure Folge? Eine Strecke kommt die Runde noch, also die okay. Aufnahme. Das heißt, dann steige ich mal jetzt mit ein. Jawohl. Ich bin auf einem Franzmann-Server, aber kannst du einfach einen nachkonnen. Ihr dürft gerne sagen, wie der heißt. Weiß keiner, Ladebalken. Okay, dann. Aber da in Europa eh nur 8 Leute spielen gefühlt, muss er aber auch gucken, auf dem, wo die meisten Leute drauf sind. Ja, woher weißt du das? Bist du Rang 8 oder? Nee, aber du kannst doch in Europa gucken. Na gut. Und wenn einfach der vollste Server der ist, der 12 Leute drauf hat oder so, dann spielen halt auch nur 12 Leute. Weil no pain, no gain. Wir sind 18. No pain, no gain. Let's go. Ja, mittlerweile sind wir 18, ja. Also der Server mit 18 Leuten gibt halt, glaube ich, auch nur einen. Wo geht's hier hin, ey? Links um die Kurve, Holland. Am besten diesem Straßenverlauf. Finde ich scheiße, dass er nicht im Westen steht. Und im Straßenverlauf. Der Server heißt Max Andrew. Maxander 17. Okay. Ich garantiere nicht, dass mir nicht schlecht wird in der Folge, weil ich gerade mein Essen so dermaßen runtergestorben habe, damit ich noch in die Folge kommen kann. Das Essen, genau. Ah, das ist ja. Multilab. Fuck, und ich verkack's leider erst. War dein Freund wieder da? Nee. Ach, ist das sein Lebensgefährte? Oder? Mit meinem Sohn. Dein Sohn, sein Lebensgefährte. Oh, das ist nicht so. Oh, nee. Oh, nee. Also, bitte. Mit dem Freund hätte man ihn akzeptieren können, ja. Ich hab den Witz heute schon mal gebracht, in die Zeit, oh, deswegen kam der jetzt etwas out of place. Könnt ihr euch selber. In den letzten Kommentaren wurde gefragt, ob du nicht in die Politik gehen möchtest, Nils. Ja, ist auch gefallen. Fick doch die Henne. Was kann denn die Henne dafür? Ist doch egal. Nicht. Nancy, du musst treffen. Ist schon. Wird man ja schon von anderen. Oh, das sind Zeiten, wa? Disrespect. Das ist nicht okay, leicht. Okay. Dass Frauen überhaupt Auto fahren dürfen, finde ich eigentlich nicht okay. Ja. Na, hier geht es ja nicht um Straßenverkehr, wo man sich vernünftig an Regeln halten muss oder so. Ihr müsst einfach nur draufhalten. Ja. Das können wir auch fahren. Also, ich finde es schön für euch, dass ihr einen Computer in der Küche habt. Oh. Heute ist besonders schlimm, ey. Heute ist Vatertag. Heute ja, eben. Aber Nils, du hast die Diskussion schon nicht mitbekommen. Wir haben ja schon, eine Folge gemacht. Ja, uns ist aufgefallen, dass Frauen beim Sport relativ oft bevorzugt werden. Also jetzt beim Schulsport, oder? Ja, zum Beispiel. Brands hat gesagt, beim Frauenfußball gibt es kein Abseits. Ja, beim Bowling könnte man... Beim Bowling könnte man die Banden hochmachen. Beim Golf starten sie weiter vorne. Wir hatten das heute schon alles durch. Beim Frauen-Eishockey darfst du nicht checken. Sonst könnten ja die Fingernägel abbrechen. Ja. Und der Lippenstift verschmieren. Schlimmste Verletzung beim Frauenboxen. Boah, schnell draufgekommen, direkt vor der Da Ort. Kommt einem die Kotze hoch. Hätten wir ja Muttertag aufgenommen, ja. Da komme ich übrigens auch zu spät. Hast du heute schon mal gemacht oder was? Weißt du doch, Anne, wie viele Machos brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Nee, meine nicht. Kein, soll die Schlampe selber wechseln. Brands, du hackst. Ich bin Zweiter. Ja, eben. Ich war eben Erster. Nein. Noch schlimmer. Mein Gesicht juckt, ich kann mich nicht kratzen, das ist nervig. Kratzen halt mal. Nein. Und schon liegt sie in der Bande. Wenn du brennst, verlierst du eh. Also nimm die linke Hand. Ja, aber und mit links drift ich und mit rechts gebe ich Gas. Ja, driften ist bremsen. Jetzt bist du eh in die Bande gefahren. Was macht da vorne? Wer ist denn Erster? Eishunter. Sunder oder so. Scheiße, wer hat denn die Bande hier hingemacht? Schon wieder. Schon wieder? Hat die umgestellt in der Runde. Jede Runde steht hier irgendwo eine Bande. Das ist nicht witzig. Wie kann ich denn da öfters sein, Mann? Und immer an anderen dann Stellen. Dann bist du raus, oder? Ne? Fuck, Mann, da funktioniert das nicht. Dabei hat er sich mal das eingekauft. Ach, kacke. Ja, dann. Mann, oh.
Ja, das ist halt bitter, ne? Ach, das ist wie damals mit den, mit den TDT-Trader-Pässen, ne? Ja, haben sie sich die gekauft für 50 Euro? Ja. Boah, ernsthaft, die waren so teuer. Dann hat Daniel ja, nur bekommen. Seinen Urlaub finanziert. Ja. War mein hat er das nicht erzählt? Du meinst den, wo er Shigo nicht mitgenommen hat? Ich hatte nee, hier so eine Strohpuppe auf den Stuhl gesetzt. Den Teil an. Der Tonband laufen. Mit seinem Pulli angezogen. Hat sich immer so angehört, wenn man in einem Schlüsselloch gehorcht hat oder so, dass er immer drin sitzt und redet. Ich wurde ja damals mit einer Villa und einem Pool gelockt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich wurde gelockt mit Villa und Pool. Okay. Ich habe das heute noch nicht gesehen. War das so eine Skype-Werbung, wo drauf stand, jetzt 10.000 Euro am Tag verdienen, oder? So ähnlich, ja. War so eine E-Mail mit, ich habe 23 Milliarden Dollar und würde die gerne investieren. Mit dieser Schweizer Methode heute noch 10.000 Euro verdienen. Boah, geil, ich brauche nicht mehr arbeiten, Leute. Krass. Ja, darum arbeitet fast keiner mehr, der Skype hat. Ja. Ne? Weil die alle schon auf diese Werbung geklickt haben. Ja. Fuck, meine echten Zwölfter. Ah, Zweiter. Was? Auf was? Hast du mich gerade noch in der Runde oder was? Easy. Wow. Ja, ich bin nur Vierter, leider. Das war nicht meine Stimme. Aber eine gute Zeit. Oh, ich bin ja, Fünfter. War der erste, krass, ey. Eine 22er. Hast du eine Kacke. Heftig. Alina ist besser wie ich, ey. Ah, ja, Quentin war ganz, ganz schön langsam. Leute, nächste Runde ist Hodder raus. Dafür ist ja Nils jetzt dabei, ja. Ne? Bis zum nächsten Mal. Schau. Haut rein. Haut rein. Tschüss.